Es ist Mittwoch, 16 Uhr und ich habe euch angelogen. Weil der Fakt ist der, ich mache doch nicht die Hauptquest in dieser Episode, sondern, die hat ein schönes Buch, sondern ich kümmere mich um die Nebenquests, zumindest, ich gucke mir zumindest an, welche... Aufgaben im Namen des Tempels! Wer welche, ist an gefährlicher Arbeit interessiert? Welche tollen Ausreden sie haben, um dass es diesen tägliche Aufgaben gibt. Das holen wir uns das Ding hier wieder an. Abenteurer hergehört. Der Tempel des Tribunals sucht Der Tempel des Tribunals sucht kompetente Abenteurer, die den Willen unserer lebenden Götter in die Tat umsetzen. Einzigartige Gelegenheiten erwarten euch und eure Verbündete. Wackere Missionen, Belohnung für herausragende Taten. Sprecht mit Hochordinator Byrion in Nikrom, um mehr zu erfahren. Ja, super. Na gut, dann ist das anscheinend jetzt hier die Erklärung. Wir arbeiten natürlich für die lieben Götter. Soll ich weiß nicht... Tägliche Aufgabe. Es ist nicht gesagt, wer welche Aufgabe hat. Ich nehme erstmal wieder immer alle an, einfach mal an, was hier los ist. Falls ihr zum Arbeiten gewillt seid, bin ich bereit, euch anzuheuern. Ja, super. Hallo, Tadassea. Mir wurde gesagt, ich solle mit euch rechnen und da seid ihr. Glückwunsch, Reisende. Der Kultivator hat euch auserkoren. Für eine besondere Aufgabe gepflückt. Hermeus Mora braucht eure Hilfe dabei, einen Teil seiner Ebene seinen Feinden wieder abzuringen. Bitte was? Ein Ordinator gibt mir Aufträge für Hermeus Mora. Übrigens, wo wir gerade beim Thema Ordinatoren sind. Erinnerung an Morrowind. Mein allererster Char war in Argonia. Was nicht die beste Idee, aber er konnte unter Wasser atmen, was ich irgendwie cool fand. Und ich habe dann irgendwie, glaube ich, lange mit einer Hochelfe gespielt. Also, da hat es dann irgendwie angefangen. Und auf jeden Fall war ich in Morrowind, war ich groß darin, Mods runterzuladen. Ich war halt 15 oder 14. Naja, auf jeden Fall bin ich lange mit dieser Ordinatorenrüstung rumgerannt. Das Ding ist, ich glaube, manche Rüstungen hatten tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwelche eins hatten oder ob das zur kompletten Mod war, aber auf jeden Fall gab es unterschiedliche Rüstungen für Männer und Frauen und die Ordinatorenrüstung hatten nur die männliche Variante, die im Nachhinein übrigens voll Sinn ergeben hat. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann einen Mod für die weibliche Ordinatorenrüstung gehabt, weil ich glaube, im Base Game, ich weiß gar nicht, ob Morrowind überhaupt, ich glaube, das waren alles Männer. Das war eine andere Zeit. Naja, auf jeden Fall, die großen Ordinatoren-Rüstungen waren halt alle männlich und ich hatte halt einen weiblichen Char und ich hatte dann halt irgendeinen Bot gesehen, der hat dann halt genau das gemacht, was die hat, dass da halt so ein bisschen Bootplay bei rumkommt. Und vor allem diese Schulterpolster, ich glaube, das ist tatsächlich, die waren wesentlich kleiner. Also es sah halt alles so ein bisschen femininer aus, ein bisschen, also es sah halt mehr aus wie eine Uniform für jemanden, der halt tatsächlich nicht vorhat, das Ding zu benutzen. Das war eher so eine, so wie die beim Militär, wenn da irgendwie bei der Militärparade irgendwie die Frauen, die da irgendwie dabei sind, die da irgendwie zum Stab gehören, wenn die dann halt irgendwie zwar wie ein Gewehr in die Hand kriegen zu marschieren oder warum immer, aber dann aber Stöckelschuhe anhaben. Dann ist das halt irgendwie ein bisschen unglaubwürdig und so wirkt das Ding halt. Dann hast du halt so eine komische Rüstung. Mein Frauenbild hat sich seitdem geändert. Ist mir gerade so aufgefallen. Ja. Das nur dazu. So, schön. Interessiert niemanden. Weiter, okay. Warum gibt mir immer noch ein Ordinator Aufträge von Hermeus Mora? Das ist sehr verdächtig. Hermeus Moras Feinde greifen Apokrypha an. Ja. Insbesondere die Bastion Nymon. Eine Festung, in der gefährliche Namen der Macht eingelagert sind. Das goldene Auge sucht jemanden, der diese Feinde und den Herold, der sie anführt, in die Flucht schlägt. Oh, das die Belohnung wird beträchtlich sein. Das klingt nach einer Gruppenaufgabe, die ich nicht so ohne weiteres machen kann. Das ist ein Spieler, hängt da gerade rum an der Ecke. Na gut, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich springe ich durchs Portal. Also sie ist, es gehört zum goldenen Auge, hat sie jetzt nicht erklärt. Das werden wir bestimmt gleich mal nachfragen. Moment. Die Bastion Nymon ist nur über einige uralte Tore zugänglich. Sucher bewachen den Weg hinein. Wenn ihr diese Sucher tötet und ihren dädrischen Eiter sammelt, könnt ihr ihn nutzen, um das Tor zu aktivieren und hineinzugelangen. Seid ihr bereit, hier zu helfen? Ich hoffe, mir erklärt irgendwann nochmal, was es mit den Herolds eigentlich auf sich hat, weil davon spielen mir echt viel auf der Welt rum, die kriege ich allein auch nicht tot. Ja, dann öffne ich mal das Tor und besiege die Feinde. Ich zeichne auf eurer Karte den Standort des Pilztiefentors ein, sowie den Ort, an dem sich die Sucher sammeln. Moras Feinde kontrollieren diese Sucher. Findet sie, tötet sie und nehmt euch ihren Eiter. Sobald ihr genug gesammelt habt, könnt ihr das Tor öffnen und die Bastion betreten. Interessant auch, dass die Sucher so einfach zu kontrollieren sind. Ich dachte immer, Sucher sind vollwertige Daedra, denen das nicht passieren kann. Okay, wir können zumindest die wichtigen Fragen stellen. Ja, die Ordinatoren in der Regel haben das Mora, das war wahrscheinlich eher selten, oder? Nein, doch manchmal muss man seltsame Bündnisse eingehen. Unser Volk hat eine lange Vorgeschichte mit den Daedra, wie ihr sicher wisst. Ich habe eine Übereinkunft mit Mora. Wir helfen einander von Zeit zu Zeit. Aha. Insbesondere, wenn seine Angelegenheiten in unsere Welt hinüberschwappen.
Ich frage mich ja, wie der Rest der Kirche, Dingsbums, ich fehlt gerade das Wort Orthodoxie, dazu steht. Na gut, und das ist deine Vorgesetzte im Tribunal? Sagen wir einfach, dass sie nicht allzu genau auf meine Methoden achten. Der Fürst der Geheimnisse bietet mir Augen und Ohren an vielen Orten. Das kann bei meiner Arbeit nützlich sein. Ich zahle es ihm zurück, wenn er um Hilfe bittet. Wie jetzt zum Beispiel. Okay, also das ist kein allgemeiner Auftrag an Wanderer, sondern das ist schon explizit für uns, weil wir eine Trägerin des Zeichens sind. Ne? Okay, na gut, dann erzähl mir was von diesen Feinden nochmal eine Runde. Ich glaube nicht, dass ich den Auftrag überhaupt wirklich machen werde. Sie dienen den dädrischen Fürsten Vermina und Perjite. Ich kenne die gefährlichen Champions, die den Angriff anführen. Doch die wahre Bedrohung ist der Meister der Sucherherolde. Er hat sich die Verteidigung der Bastion Nymon gefügig gemacht. Moras eigene Dädra werden versuchen, euch aufzuhalten. Ja, das klappt super mit den dädrischen Lords, dass sie so einfach die Kontrolle verlieren können. Elaskrotz Lore ist das auch nicht das, was sie mal war. Na gut, also ich muss so seine eigenen Streitkräfte besiegen. Das ist auch eine schöne Erklärung dafür, ne? Ja, deshalb braucht Hermeus Mora Hilfe von außen, um mit dieser Bedrohung fertig zu werden. Er kann sich in der Bastion Nymon nicht auf seine eigenen Dädra verlassen. Ihr könnt keine Gnade von Moras ehemaligen Dienern erwarten. Gewährt ihnen umgekehrt auch keine. Löscht sie alle aus. Ja, super. Naja, Auslöschungs bei Dietra ist eine Sache, die kommen mir eh wieder. Okay, gut, das war also Bastion Nymon Pilztiefen. Okay, interessant. So, und das ist dann wahrscheinlich die echte, der echte Tempel, der uns hier Aufträge gibt. Hallo Alten und Nell. Ich glaube, die Aufträge muss ich übrigens machen für Gerissen wie die Nacht, glaube ich. Das müssten die Solo-Aufträge sein. Hallo Nellin. Stellt eure Fähigkeiten in den Dienst der Ordinatoren der Telvanni-Halbinsel. Ihr werdet für eure Mühen belohnt werden. Na, guck mal, siehst du, der hat genau die gleiche Schulterpolstergröße wie die Ordinatorin, mit der wir gerade geredet haben. Ich glaube, das Outfit unterscheidet sich tatsächlich nur in der Brustplatte, soweit ich das sehen kann. Ja, ich bin bereit für Arbeit. Ein uralter Sucher haust in den gewaltigen Bibliotheken von Apokrypha. Er weiß alles, was sich in ihnen befindet. Man könnte ihn als obersten Katalogisierer bezeichnen. Wir hätten gern etwas von diesem Wissen. Aber beim Versuch, es zu erlangen, haben wir schon einige Leute verloren. Okay, das sieht... Achso, das ist, glaube ich, eine Monsterbesiege-Quest. Ich weiß gar nicht, ob ich die alleine schaffen kann. Ja, okay, und wie soll ich das jetzt machen? An diesem obersten Katalogisierer kleben Buchsiedler wie Blutegel. Bitte? Wenn ihr den obersten Katalogisierer besiegen könnt, dann sammelt die abgelegten Hüllen dieser Buchsiedler ein. So könnten wir mehr über den Inhalt der Bibliothek in Erfahrung bringen. Also, was sagt ihr? Ja, nee, super. Also, das ist, also der Buchsiedler zu besiegen ist gar nicht. Buchsiedler sind ja die kleinen anderen Viecher. Okay, das ist sehr interessant jetzt hier. Also, das Ding führt uns auch in die Ebene des Vergessens. Wunderschön. Na gut, dann sammle ich die Dinger mal ein und kümmere mich um diesen obersten Katalogisierer. Wie stark kann der schon sein? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ihr solltet ebenfalls euren Aufgaben nachgehen. Okay, das ist jetzt offiziell vom Tempel sanktioniert. Also, wie genau die Stance jetzt vom Tempel ist, ist mir aber noch nicht klar. Verhandeln mit Hermeus Mora oder wissen die das Wissen da aus? Die dringen einfach mal ein und der Dädra des Wissens sieht das dann sportlich, wenn man sein Wissen klaut. Also ich dachte, ich habe die mal für die sehr die rächerischen Typen gehalten. Da kannst du mir was über den Katalogisierer erzählen. Der oberste Katalogisierer ist ein besonders obsessiver Sucher, der verbotenes Wissen hortet. Er hält Geheimnisse vor allen anderen versteckt, selbst vor anderen Dädra. Über die Zeitalter ist er größer geworden, auch gerissener und mächtiger, was ihn zu einem besonders gefährlichen Gegner macht. Ja, super. Das ist übrigens auch interessant, dass das Sucher eigentlich wachsen können, ne? okay. Ja, und das Wissen, das geht über Osmose in die Buchsiedler über, oder was? Die parasitischen Buchsiedler laben sich am obersten Katalogisierer und nehmen einen Teil seines Wissens in sich auf. Wenn diese Buchsiedler sich häuten, bleibt das Wissen in den papierartigen Überresten. Ja, das ist bestimmt alles sehr meta, nicht wahr? Ja, es scheint in der Gegenmenge Probleme zu geben. Ich weiß nicht, das ist jetzt das Erste, von dem ich gehört habe. Das habt ihr gut bemerkt. Wir behalten für den Tempel die Telvanni-Halbinsel im Auge und jetzt auch noch Apokrypha. So etwas schafft man nicht allein. Wir haben zahlreiche gefährliche, gut bezahlte Aufträge für Gruppen von Abenteurern wie euch.
Okay, das ist ein Gruppenauftrag. Und warum macht er sich Sorgen wegen Apokrypha? Das hätte ich jetzt gerne nochmal schlagsicher erklärt. Wahre Diener des Tempels nehmen sämtliche Gefahren für die Drei und ihr Volk ernst. Zu diesen zählt auch der Daedra-Fürst der Geheimnisse. Aber unsere Not ist euer Gewinn. Wir bezahlen gut dafür, dass andere sich um diese Probleme kümmern. Zum jetzigen Zeitpunkt müsste Dagoth Ur ja noch nicht eingegriffen haben, oder? Und die drei Götter sind tatsächlich noch Götter. Also, ich hatte gestern durch Zufall mich wieder ein bisschen über Esolor belesen und das Konzept des Mantling gelesen. Also, im Prinzip, wenn du hart genug so tust, als wärst du ein Gott, wirst du ein Gott. Sie hat Talos. Und das rippelt auch durch die Zeit durch. Also, haben es unsere drei Freunde hier, Vivek und Kukagi, einfach nicht geschafft, sich genug zu tun, weil sie holen ja ihre Macht aus dem Herz von Lorkhan. Und das ist dann in der Zeit von Morrowind sind die ja auch nicht mehr ganz so dolle mächtig, ne? So, was hat Thelina noch für uns? Ihr seid der Arbeit gewachsen, die ich euch bieten kann. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen, sofern ihr die Zeit und den Mut aufbringen könnt. Warum ist der Helm sieht irgendwie komikhaft groß aus, ne? Man würde ja auch erwarten, dass wenn du hier schon die Boobplate sowieso hast, unnötigerweise. Aber ihre Rüstung sieht. Moment mal kurz an. Der Unterschied ist, das ist die männliche Ordinatorenrüstung. Die sieht halt irgendwie so relativ simpel aus. Aber die ist ja auch detailreicher, oder? Sie hat zumindest mehr Texturen. Guck mal hier, das ist so. Warum hat denn die mehr Texturen? Guck mal, hier ist ein so ein Rückending in ein großes Stück. Und hier ist so ein kleines und da noch so ein Ding. Okay, ihre Schulterpolster sind kleiner, aber auch nur im Verhältnis und Dings. Aber warum denn der Helm? Und ich bin sehr enttäuscht, dass sie nicht so reden wie die. Wie hießen die denn? Die Maskentypen aus Dishonored. Wir Ordinatoren suchen die Ambitionierten, die Tapferen. Das scheint auf euch zuzutreffen. Habt ihr Zeit, dem Tempel zu helfen und euch ein paar Taler dazu zu verdienen? Ja, was musste getan werden? Ein älterer Schreiber hat dem Orden den Rücken gewandt, um Hermaeus Mora zu dienen. Für gewöhnlich ist so etwas nicht weiter wichtig. Aber besagter Schreiber hat mehrere Bände mit Tempelgeheimnissen mit sich genommen. Das ist krass, wie sich alles um diese Daedra dreht hier. Welch Zufall aber auch. Der sich soll die Dinger zurückholen. Genau. Soweit ich weiß, befinden sich die Bücher, die dieser Apostat gestohlen hat, derzeit in den beunruhigenden Studien in Apokrypha. Bringt mir die Bücher, dann sorge ich dafür, dass sie sicher verwahrt werden. Ihr sollt dafür auch gut entlohnt werden. Ja, dann bring ich die mal zurück. Unterschätzt nicht die Gefahren auf eurem Weg. Schon viele Abenteurer sind losgezogen und kehrten nie zurück. Okay, warum sind diese Tempelgeheimnisse so wertvoll? Ich meine, die sollten wertvoll sein, sonst kannst du dich wahrscheinlich nicht bei Hermaeus Mora einkaufen, oder? Wir veröffentlichen nicht einfach wahllos alte Texte. Unsere Bibliotheken sind voll mit Episteln, Heiligengeschichten, verlorenen Kodizes. Manche im Einklang mit der Orthodoxie, andere nicht. In den falschen Händen könnten diese Texte Zweifel und Apostasie säen. Also gehen wir diskret vor. Ah ja, dem Problem bin ich als letztes in Gewied voll begegnet, wo leider das Worldbuilding ein bisschen gegen Ende auseinandergefallen ist. Aber da ist es relativ am Anfang auch, dass das, da gibt es drei verschiedene Nationen. Und naja, der Ursprungsmythos der einen Nation mit ihrer Religion, sagen wir mal so, die eigenen Archive widerlegen das so ein bisschen. Und da kannst du dann relativ am Anfang, also richtig am Anfang eigentlich quasi im Tutorial-Bereich, kannst du halt irgendwelchen Pilgern helfen zu fliehen oder halt auch sie verraten. Und die haben halt aber quasi eigentlich auch nichts anderes gemacht, als Kirchentexte basierend auf die Kirchenarchive zu schreiben. Aber das sollte dann auch diskret gehandelt werden. Na gut, und warum sollte er Hermaeus Mora das Zeug geben? Verborgenes Wissen ist die Währung des Hüters der Geheimnisse. Der Apostat wollte in seinem neuen Glauben Gunst und Ansehen erlangen, indem er unsere Texte offenbarte. Warum leuchtet sie so? Ja, und Dinge gefährlich? Abgesehen von der Gefahr, die sie für die Reinheit der Doktrin darstellen? Nein, zumindest nicht für jemanden wie euch. Weise des Tribunals verzaubern unsere eher kontroversen Folianten mit Verschlüsselungsrunen. Sie verursachen beim Leser erhebliche Kopfschmerzen, also seht sie euch besser nicht zu genau an. Das ist eigentlich sehr nüchtern, ne? Ich habe neulich in Baldur's Gate ein Buch über Totenbeschwörung gefunden. Und sagen wir mal so, Kopfschmerzen sind die geringste Probleme, was man hat, wenn man das Ding öffnet. Okay, wir sind die Ordinatoren. Auch schön, dass wir so eine allgemeine Frage mal stellen können. Wir sind heilige Wächter und Kriegerpriester. Wir dienen ergeben dem Tempel des Tribunals und den lebenden Göttern, die in ihm verehrt werden. Hier in Nekrom kümmern wir uns um unsere Gemeinde auf der Telvanni-Halbinsel. Und wir haben ein wachsames Auge auf die Portale nach Apokrypha. Sie wissen, dass hier Portale nach Apokrypha stehen? Das ist eine daedrische Ebene, oder? Es ist die Ebene von Hermaeus Mora und daher eine Bedrohung für die lebenden Götter und für uns. Allerdings ist in diesen Landen der Schleier zwischen unserer Ebene und der seinen dünn und leicht zu durchdringen.
Wir kennen mehrere Möglichkeiten, Apokrypha zu erreichen. Dafür, dass es sonst immer ein Riesenakt ist, aus den dätischen Ebenen wegzukommen und hinzukommen, ist es echt verwunderlich. Naja gut, vielleicht erklären uns das die Hauptquest noch weiter. Ich bin einfach zu ungeduldig und zu kritisch. Warst du schon mal da? Hermaeus Mora ist kein Freund der Dunkelelfen, aber wir haben Agenten in die Domäne des Fürsten des Schicksals entsandt, in der Hoffnung, verborgenes Wissen aufzutun. Wir können nicht selbst gehen, also setzen wir bezahlte Agenten ein, damit diese herausfinden, was hinter dem Schleier vor sich geht. Okay, was bietet sie für Aufträge an? Das hängt ganz davon ab, was der Hochordinator als angemessen empfindet. Aber es gibt mehr Arbeit als fähige Hände. Wenn ihr überlebt, werden wir sicher weitere Aufträge für euch haben. Alles klar, gut. Dann machen wir mal... Achso, ich habe noch gar nicht mit Hochordinator Borin geredet. Der steht nämlich hier. Der würde uns überhaupt erstmal die Quest erklären. Machen wir das dann nochmal. Euer Auftritt spricht für euch. Ich bin in der Stadt der Grabmäler, um nach tapferen Seelen zu suchen. Der Tempel des Tribunals braucht euch. Okay, seine Flügel sehen wesentlich größer aus als alle anderen. Er sieht tatsächlich auch so aus, als würde er nicht mit dieser Rüstung kämpfen wollen, weil die dafür ein bisschen zu sehr verziert, was wahrscheinlich auch genau der Sinn ist. Also, ob er jetzt die Boobblades hat oder zigtausend Verzierungen, beides spricht eher dafür, dass du nicht vorhast, irgendwie in den Kampf zu gehen. Er hat sogar Ohren in seinen Helm. Ob die seine echten Ohren reinfloppen? Bestimmt total ungemütlich, oder? Ja, Stellenangebote. Ja, ich leite die Aktivitäten des Tempels auf der Halbinsel und in den schrecklichen Landen von Apokrypha. Die Zuweisung der verfügbaren Arbeit an jene, die fähig und willig sind, obliegt meinen Untergebenen. Namentlich Ordinatoren Tandasea, Ordinatoren Tilena und Ordinator Telin. Na gut, wo fange ich an? Hervorragend! Sprecht mit Ordinatoren Tilena, wenn ihr bevorzugt allein arbeitet. Geht zu Ordinator Nelin, wenn ihr lieber in einer Gruppe vorgeht. Und Ordinatoren Tandasea hat Aufträge für euch, die euch wirklich herausfordern. Nehmt auch das hier. Ein Geschenk des Tempels für eure Hilfe. Ja, na super. Mögen die drei eure Schritte lenken. Was, Herr Stenger, wurde gesehen, der Kontakt im Namen des Tempels? Ja. Ich leite die Aktivitäten des Tempels auf der Halbinsel und in den schrecklichen Landen von Apokrypha. Die Zuweisung der verfügbaren Arbeit. Der weise Krieger vertraut auf die Okay, wir fragen mal nicht, was die einzelnen Aufträge sind. Wir eigentlich prinzipiell wissen was ja schon. Na gut, dann machen wir mal kurz den obersten Kategorisierer. Das ist ein bisschen, das ist nämlich die Quest, die ich für Gerissen wie die Nacht brauche. Hier drüben Sterbliche. Einer der Gründe, warum ich das jetzt noch schnell... Warum ich nur an. So auf keinen Fall. Einer der Gründe, warum ich das jetzt so schnell zwischenschiebe, ist der, dass die, dass ich die Gerissen wie die Macht, Gerissen wie die Nacht Follower-Quest hier einfach nochmal machen möchte, bevor ich mit Apokrypha fertig bin. Und das heißt, ich muss hier bald anfangen. Und ich finde zumindest die Lore-Erklärung, warum es diese Nebenquest, oh, ich muss auch mal aufhören. Also, sie haben wir ein bisschen aufgebaut in Sachen Nebenquest. Seine Schuld nie begleichen. Warte mal, ist Hitzek nicht unser bester Kumpel aus dem Vorgänger? Der Schuld über Dingsbums hat? Die jetzt weg ist. Und das ist natürlich cool, dass wir die nochmal wieder treffen. Ich meine, klar, dass wir in den Dedra-Reich wieder treffen, ein bisschen seltsam, dass wir hier ist. Also es gab in Skyrim übrigens wesentlich mehr Tentakel von oben, aber ansonsten sah die Welt doch schon so sehr so aus. Naja. Ach, das ist ein Buchsee. Das sind tatsächlich diese kleinen fliegenden Bücher. Das ist ja witzig. So, dann hoffen wir mal kurz, dass hier irgendwelche anderen Finsterräuber-Spielern, dass hier irgendwelche anderen Spieler rumrennen, weil... Ich will halt diese Gerissen wie die Nachtdinger fertig machen, kann ich sagen. Und das sind halt zwei Dedi-Quests. Die einen sind die Morrowind, die ich damals schon für Miri, glaube ich, machen musste. Also bei den Aschländern. Die sind ziemlich easy, weil da musst du meistens so irgendwo hingehen und drei Viecher umhauen und ein paar Gegenstände einsammeln. Das ist halt solo. Aber das hier ist halt ein Gruppending. Oh, okay. Ich habe ja viel über die Gegend gemeckert. Das hier wiederum sieht tatsächlich nach einem sehr geilen Ort aus. Okay, das ist schon ganz geil hier, das Ding hier, ne? Oh, Moment. Ich muss leider aufhören, hier dumm rumzugucken. Ich muss hier leider den... Wie stark ist er? Okay, das sieht gut aus. Ich glaube, wir können teilnehmen. ist das auch ein Hero? Okay, der oberste Katalogisierer ist in der Tat ein Dings. Man kriegt übrigens Punkte dafür, einen Seelenstein zu benutzen, um Finster wie die Nacht wieder zu beleben. Wo ist er denn überhaupt? Ist er da vorne? Gerissen wie die Nacht heißt er. Er lebt schon wieder. Okay, das ist nicht mein Gefährte. Das ist der Schatten des Katalogisierers. Also der Katalogisierer, das ist, ich glaube, wir haben ein bisschen Glück, so wie es aussieht. Dann können wir das ja relativ schnell noch hinter uns bringen. Das ist ein bisschen bunt hier. Ich will sterben. Ich will nicht sterben. Und schon halt. Ihr braucht einen Trank. Schnell. Ja, ich. Hallo! Oh, was ist denn das? Oh, das hasse ich. Also bin ich gestern auch schon mal gestorben. Du wirst durch irgendwelchen Scheiß gestunlockt und kannst nichts mehr machen. Und ich verstehe das auch nicht, wie das passiert. Dass du halt irgendwie, dass du halt nicht mehr mit dem Tüchern... Ihr habt nicht mitgezählt, oder? Ich auch nicht.
Ja, ich würde gerne erstmal wieder in die rechts. Also der Katalogisierer scheint ein ernsthaftes Problem zu sein. Weil auch ich sehe jetzt ziemlich viele andere Spieler rumliegen. Also es scheint recht viel Damage zu machen, das Vieh. Wenn er so 35%. Also ganz viele Bodeneffekte, ne? Da musst du gerne mal rauszoomen hier. Kann ich den Schatten überhaupt Schaden machen? Nee, war. Also ich kann genauso gut auf ein anderes schießen, was irgendwie sinnvoller ist, weil das. Na jetzt. Also wenn er ein Schild hat, ist das wahrscheinlich eher sinnfrei, was ich hier tue. Hier, das ist die Viecher. Was ist denn das hier? Diese Nahkampfviecher, die haben mich, glaube ich, gerade. Die Nachtkinder, die haben mich, glaube ich, gerade weggestunt, bis zum geht nicht mehr. Also, ich habe leider nie so richtig einen Überblick darüber, was mich hier irgendwie beeinflusst. Das ist teilweise schon ein bisschen nervig. Wenn mich übers weghaut. So, okay, der Schatten des Katalogisierers ist meins, ist down. Alter, der nimmt schon. Ach, das ist der oberste Katalogisierer. Jetzt nochmal wieder angreifen. Ich meine, das ist die letzte Phase. Also die Begleiter sterben hier anscheinend alle an den AOEs. Das spricht jetzt nicht gerade für den Boss, ne? Sag ich nicht, der hat doch 3% nochmal eine Phase. Okay, cool, der ist down. So, okay. Dann können wir jetzt noch schnell die. Ach, hier sind die Buchdinger. Eine Buchsiedlerhöhle. Yay. Wir haben übrigens auch noch irgendwelche Karten gekriegt. Achso, hätte ich die Buchsiedlerhöhlen die ganze Zeit einsammeln können? Ich hätte mich einfach durchschleichen können. Ich musste den obersten Katalogisierer besiegen, ne? Okay, das scheint mir ein bisschen random zu sein, hier irgendwelche Teile einzusammeln. So. Gut, dann zurück nach Necrom. Da haben wir zumindest diesen einen Auftrag erfüllt, den ich zugegebenermaßen noch nur erfüllt habe, weil ich weiß, dass es mich halt in dieser gerissen wie die Nachtquest weitergibt. Ich habe einen runenverzierten Schlüssel, kann jetzt erspäht werden. Und das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, das Erspähen. Ich habe generell noch so ein paar Projekte übrig, die ich nie geschafft habe, irgendwie mal zu machen. Obwohl es da vielleicht noch so ein paar Meter Lore gibt, wie zum Beispiel diese Artefakte von der Somerset-Geschichte zu holen. Die kann man ja auch noch suchen, zu denen gibt es ja auch noch jedes Mal ein bisschen Story zu erzählen. Und das habe ich halt leider auch bis jetzt noch nicht gemacht. Naja. Sei es wie es sei, Hallo Nelin, grüß dich. Schön euch zu sehen. Ihr kehrt mit froher Kunde zurück, hoffe ich. Ja, ich war in der Lage, den obersten Katalogisierer ganz allein zu besiegen und hier habe ich einige Buchsiedler gefunden. Schön euch wiederzusehen, meine Freundin. Der oberste Katalogisierer hat so manchen Krieger bezwungen. Und ihr habt die Häute der Buchsiedler. Das wird dem gesegneten Ayem gefallen. Hier eure Bezahlung, wie vereinbart. Wir werden bald neue Arbeit für euch haben. Ja, hier, Quest abschließen. Yeah. Für heute haben wir keine Arbeit mehr für euch. Aber wie geht es weiter? Ah ja, siehst du, Beziehung plus 20. So, das heißt, wir müssten uns jetzt auf einen Viertelweg, glaube ich, der gerissen wieder Nachtgeschichte. So, und jetzt kümmere ich mich um die Hauptquest. Aber das beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Tag.